Ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute kocht wieder bei Gerry kocht, auch wenn der Grilli kocht, der Grilli. Gerry, was hast du uns denn mitgebracht? Was machen wir denn da jetzt? Wir machen jetzt gebratene Schweinerückensteaks oder geschmorte Schweinerückensteaks vom Schopf oder vom Karree. Dazu gibt es eine rote Zwiebelchutney. Ich habe ein bisschen Schü schon vorbereitet und ein Pesto-Kartoffelpüree. Die Kartoffeln, die haben wir schon mal geschält. Die dann jetzt schon mal leicht dämpfen, weil mit dem können wir anfangen, dabei quasi alles so ein bisschen vorbereitet wird. Da werden wir das Fleisch portionieren, Zwiebel schneiden, manche hocken dann vielleicht, die anderen Gewürze alle beieinander sind, aber die Kartoffeln sind jetzt noch nicht fertig. Wir wollen aber zum Kochen anfangen und jetzt versuchen wir wieder so viel wie möglich alles in einem Multidampfgarer drinnen zu machen. Der Schüansatz ist fertig, den stellen wir jetzt einfach da mal auf Zeiten. Ich beginne jetzt einmal mit den Steaks, die brauchen wahrscheinlich am längsten. Ja. Beziehungsweise wird, ich denke mir, relativ zeitgleich wird auch fertig sein. Mhm. Ich habe da so richtig schöne dicke Karree-Stücke, habe ich da schön 3 cm mit Fett noch drauf. Mhm. Geht vom Schopf genauso, oder wer natürlich sagt, vielleicht ein Frikandeau oder Schweinsfilet. Es wird ein bisschen größer sein, weil es doch eine längere Zeit drinnen ist. Das Filet wird dann trocken. Könnte trocken werden. Eher trocken, ja. Genau. Da hast du eine Schwarte auch zusätzlich, damit man ein bisschen ein gutes Geschmackerl. Fürs Geschmackerl einfach ein bisschen Schwarten dazu rein. Dann habe ich da noch ein bisschen einen fermentierten schwarzen Knoblauch, Wurzelgemüse grob geschnitten. Was das hast du da? Einen fermentierten schwarzen Knoblauch? Kenne ich nicht, siehst du? Werden wir sofort kosten? Kann man den so essen? Den kann man so essen. Also Fermentation ist wie beim Joghurt. Mhm. Manche machen das hinterm Kühlschrank, manche machen es professionell in einem Gärschrank drinnen. Ja, fermentieren kann man so ziemlich alles, ob es immer gut ist. Sehr gut. Was man macht, im Knoblauch, das schmeckt leicht, Aroma. Herrlich, ja. Ganz gut. Mhm. Wird einfach schwarz durch die Fermentation quasi. Mhm. Würzen du das Ganze jetzt einmal, wie wenn es in der Pfanne braten würde, allerdings, manche sagen, das ist ein Bauernbrau. Ja. Die schneiden das in so Stücke, also wir machen da jetzt nicht recht viel was anderes. Das heißt, ich würze das da jetzt einfach einmal gut mit Salz auf beiden Seiten. Jede Seite eine Prise. Was eine Prise Salz ist, ist oben eingeblendet. Ja, so halbe die Handvoll. Halbe die Handvoll, ja. Schöpfen. Dann haben wir da ein Stechgewürz, also leicht rauchiges Salz dabei. Was machen wir? Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Du merkst, es geht nichts ohne Franz, gell? Nein, der Franz, Franz Stolz ist immer irgendwo dabei. Ja, der hat überall seine Schleichwerbung. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich finde das nicht in Ordnung. Der verfolgt uns. Zahlt er dir da einen Haufen Geld dafür? Mir nichts. Unbedingt. Dir schon? Okay. Mir dann immer Mobile fahren und dann gibt es immer ein Bierli für mich. Ah, okay. Also Gewürz ist das Ganze. Jetzt sollte das Ganze natürlich braten. Ja. Also wir brauchen hohe Hitze und wieder Feuchtigkeit, also feuchtgern nieder. Ja, hohe Hitze, weniger Feuchtigkeit. 210 Grad, 220 Grad, damit es hervorbrüllt, das Gemüse schmort mit. Mhm. Wer das natürlich anders steuern möchte, das Gemüse später dazu, weil es knackiger ist oder wer es kleiner schneidet, dann braucht es nicht so lange. Da muss man immer experimentieren, dass man am richtigen Punkt kommt. Ich sage, so passt es für mich. Manche sagen, ich schneide es noch dicker, die nehmen vielleicht einen Kerntemperaturfilter dazu. Ich sage ungefähr 30 Minuten bei 210 Grad, dann ist es geschmort. Nach und nach gierst man da mit dem Schü, mit dem Soßenansatz. Du hast, glaube ich, ein relativ gutes Rezept für den Schü. Ja, ja, genau. Perfekt. Ist oben eingeblendet. Grundsoßen und auf dem YouTube-Kochkanal unter der Playlist Grundsoßen auch dabei. Genau. So gießt man das dann nach und nach auf. Da haben wir schöne Soße drin, mit Schmorgemüse. Das Steak ist oben schön saftig und knusprig. Dann ist es fertig. Alles klar, das wird es geben mit dem Kartoffelpüree, wo ganz die Kartoffeln schon drinnen sind. Genau, die Kartoffeln sind jetzt aber nur bei Dämpfen drinnen. Mhm. Jetzt brauchen wir höhere Hitze, also darfst du da schon mal umschalten. Jawohl. Fahre ich gern nieder. Grille Standardtemperatur. Ganz genau, 210 Grad. Grill ich was hier? 210 Grad. Genau. 9 Stunden. Mindestens. Perfekt. Kurzes Braten, das Ganze heizt jetzt schon auf. Beim Kartoffelpüree haben wir jetzt das Problem, die Kartoffeln werden jetzt nicht mehr gedämpft, sondern werden jetzt eigentlich gebraten. Ja, wir wollen aber Püree machen. Das heißt, wir müssen da jetzt quasi dünsten. Sozusagen nehme ich da jetzt mal auf, ich sage nicht, wie viel Dampf da drinnen ist, weil halt gedämpft wird, also bei 100%iger Luftfeuchtigkeit. Jetzt hat sich da auch schon etwas Kondenswasser gebildet, die Kartoffeln sind aber noch ziemlich hart. Das heißt, wir dünsten jetzt. Habt ihr das gesehen? Bei 99 Grad nimmt der Grill das so gemütlich raus, also als ob es tiefgekühlt wäre. Ja. Das ist unglaublich. Das beeindruckt mich. Ich kann auch sehr heiß angreifen, das wäre mir viel zu heiß.
Nur wer heiß anfassen kann, kann auch heiß Liebe machen. Mm, Schatzl, merkt ihr das? Also jetzt einmal mitdünsten. Ja. Die hohe Hitze, 210 Grad, fängt der Wasser zum Kochen quasi an. Ja. Das heißt, wenn wir, das, wir könnten das natürlich am Herd stellen und klassisch weiterkochen. Ja, oder wir geben da jetzt einfach Wasser dazu, schützen das Ganze mit einem Kühlschrank vor der Hitze und dünsten da die Kartoffeln mit. Cool. Später gießen wir die ab, wie wenn wir die normal gemacht hätten. Alles klar. Also quasi mitbraten halt. Mhm. Und dann machen wir das Püree fertig. Ein bisschen Schlagwurst dazu, Milch dazu, Butter dazu. Wir geben heute noch so einen Löffel Pesto dazu hinein. Es gibt so eine Kräuternote. Einfach noch mit dazu hinein oder je nach Jahreszeit. Ob das jetzt dann in die Liebstöckelrichtung geht oder vielleicht Bärlauch, wenn wir gerade im Frühjahr sind oder so. Mhm, kann ich das nicht noch verfeinern. Super. Salzpfeffer, Muskat noch später. Mhm. Aufgestampft das Ganze. Obers, Sahne. Obers. Mhm. Butter. Nur der Schmalz von der Butter hilft dem Vater auf der Mutter. Ganz genau so ist es. Und wir wissen, dass Butter durch nichts zu ersetzen ist. Nein. Außer durch noch mehr Butter. Eben. Man darf sie. Die so, Menge erhöhen. Ersetzen kann man es nicht. Die Menge ersetzen sie es. Also jetzt dünstet da quasi das Püree im Wasser im Topf mit. Das heißt, wir sparen uns die Heizquelle wert. Wir machen das da quasi in einem Garraum mit. Dasselbe machen wir jetzt gleich noch mit dem Zwiebelchutney. Mhm. Gut wird es natürlich, wenn man da Zwiebel karamellisiert, den Zucker karamellisiert, den Zwiebel dazu hineingibt, das Ganze dann rührt und kocht. Aber da drinnen passiert dann nicht recht viel was anderes. Mhm. Das heißt, abschmecken, wenn wir das Zwiebelchutney da gleich in unseren Topf drinnen, so wie wir es im Herd machen würden. Das vertrocknet einmal gut Salz. So, ne? Ein Schlupfer. Ja, ein bisschen Salz. Zwiebeln und Chutney vertragt natürlich auch gut Zucker und das darf ruhig so ein bisschen das Gleichgewicht halten, das Ganze. Okay. Ein paar Kardamomkapseln, vielleicht ein paar Korianderperlen. Wichtig, scharfe Sache. Chili. Nicht sparen. Kommt davon, wie scharf man das Ganze haben will. Feig, oder? Feig. Da haben wir was dazu. Die ist ganz scharf. Ja, das ist immer ganz gut. Dann haben wir vielleicht noch ein paar Fenchel. Das ist das Beste. Körnerl. Finocchio in Italien. Ein anderer gibt vielleicht noch ein bisschen Anis dazu, ein paar Nelken dazu. Ich habe da noch so ein Asia-Gewürz. Da ist auch schon Zimt und Fenchel und Co. auch nochmal gemahlen drinnen. Also da kommt auch nochmal so eine kleine Spur dazu. Piment und Co. So, jetzt brauchen wir natürlich auch hier wieder ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Das heißt, wir könnten da jetzt Essig dazu hineingeben oder ein Gemüsefond. Je nachdem, in was für Richtung wir das Ganze haben wollen. Einfach funktioniert ja so ein Schlüpfe Wasser, damit auch das da drinnen dünstet ganz gut. Jetzt wiederum, weil bei 210 Grad, wenn ich den Topf offen hineinstelle, dann würde mir das oben da relativ dunkel werden. Genau. Das heißt, wir geben jetzt auch wieder einen Deckel drauf, von der Hitze geschützt und dünsten das drinnen 30 Minuten. Stellst du das einfach dazu? Ganz genau. Ja, ich stelle es rein und kann du das geben das und nimmst es dann so wieder raus. Ja, mit 210 Grad, das ist ja schon ein bisschen, das ist dann schon ein bisschen Ansage. Genau. Also jetzt ist drin das Kartoffelpüree, ja. Das Zwiebelchutney. Das fängt jetzt an, jetzt warten wir noch kurz, bis wir die Temperatur haben. Dann kommt unser Fleisch noch mit dazu hinein. Mhm. Und dann schmoren und braten wir das, bis wir eine schöne Fackel haben. Ja. Also 25, 30 Minuten. Man könnte da jetzt natürlich, wer sagt, ich mag da kein Gemüse drinnen haben, dann lege ich das nur auf ein flaches Blech und brate das mit. Oh, das ist doch herrlich, ne? Ich denke, dass das mit dem Gemüse ganz gut ist, ein bisschen bauernbraumäßig oder ich kann Kartoffeln da mitmachen. Und vor allem, das röstet ja jetzt einmal an da drinnen. Das genau. Macht eine tolle hohe Temperatur. Röstaroma, ein tolles auch da rein, das passt sehr, sehr gut, ja? Mhm. Auf den Knoblauch bin ich gespannt, das wird mal, der ist intensiv. Ja, der hat das einen guten Geschmack. Das wird uns einen ganz, ganz guten Geschmack. Ganz klar. Eben. Das heißt, Flüssigkeit geben wir da keine rein. Noch nicht, jetzt haben wir anbraten. Also wie in der Pfanne quasi. Und arbeiten wir über die Multidampfgarer. Alles klar. Anbraten, aufgießen. Habe ich wieder viel gelernt. Wir können ja auch jederzeit die Türe aufmachen und noch gießen. Da passiert ja nichts. Ja. Wir verlieren vielleicht ein bisschen Zeit und Temperatur. Ja. Brauchen halt vielleicht die 1 oder 2 Minuten länger einfach. Ist zwar schlecht, weil ich ja immer einen Hunger habe. Und immer länger aufs Essen warten, ist ganz schlecht. Da muss man öfters aufmachen und ich muss rausnehmen. Genau, kosten auch immer. Ist für mich einmal länger. Also das genau. Geht mit dazu hinein und dann bei 210 Grad 25 bis 30 Minuten und dann sehen wir sie gleich wieder. Grilli, mein Lieber, jetzt sind wir soweit. Du hast da noch allerhand gearbeitet am Rohr, habe ich gesehen, an der Einstellung hast du noch was verändert. Ich übergebe dir das Ganze, heute ist das Kochen sehr einfach da.
Exakt. Der Timer läuft ab. Ich habe zum Schluss jetzt noch ganz kurz auf Tiefkühlgericht oder Heißluftgrillen geschaltet, damit die oben am Fleisch noch ein bisschen eine schönere Farbe kriege, weil ich das halt gerne so hätte. Als Einstieg war feucht gar nieder, diese knusprige und saftige Einstellung, zum Schluss noch mal leicht dieses Übergrillen, damit ich noch eine bessere Farbe habe. Ich fange jetzt mal an, indem wir da alles mal rausnehmen. Das heißt, ich fange mal die Kartoffel einfach einmal an. Wow, das ist schon so. Also da sind die Püree-Kartoffeln drinnen. Die sprudeln noch richtig schön, also die sind weich gekocht. Die sei jetzt einfach einmal kurz ab. Ja, ja, das ist ein bisschen heiß da, gell? Also ab dreistellig wird immer warm. So, einfach mal kurz da am Herd, zum Deckel brauchen wir nicht mehr. Ich hole noch das Zwiebelschutney jetzt gleich. Also auch das ist jetzt fertig gekocht da drinnen. Da habe ich da noch schön Platz. Schon noch meine. Jawohl, das ist schön gekocht. Ich rühre jetzt gleich einmal um, dass wir sehen, wie das ausschaut. Ihr könnt das jetzt noch nachbinden mit ein bisschen Maizene oder vielleicht eine Kartoffel hineinreiben oder sowas. Okay. Aber das ist so richtig schön. Zwiebel, mmh, herrlich. Na genau, du kochst einmal gleich im Hintergrund, dass du da gleich mal siehst, was ich vielleicht falsch oder richtig gemacht habe. So, den drehen wir mal ab. Jetzt kommen da so richtig schön die geschmorten Schweinssteak raus, das Gemüse, die Soße da unten vom Schü aufkochen, sie sehen das bitte, ist geil, also, schau her, das ist ja ein Krustel. Fast wie im Bilderbuch. Jetzt machen wir das Püree auch gleich fertig. Das Kartoffelpüree, man könnte das natürlich jetzt gleich fein stampfen und Co. Ich nehme immer für Kartoffelpüree statt der Milch ein bisschen Schlagobers und am besten eine 36%ige, weil es halt besser schmeckt. Dann eigentlich ein Drittel Kartoffel, ein Drittel Schlagobers und ein Drittel Butterflocke. Eine Prise Salz. So, ne? Zack. Und jetzt fange ich mal an, dass ich das Ganze gleich einfach stampfe. So. Gary, ich habe irgendwo schon eine Muskatnuss gesehen oder gehabt. Jawohl. Die darfst du mir gleich auch einmal bringen. Vertraust du mir nicht, dass ich einfach reinreibe? Ja, ja, die kannst du nicht. Also Muskatnuss kann beim Kartoffel, gerade bei Kartoffelgerichten, soll das nicht abgehen. Also da kannst du mitmachen. Ist aber ein Aphrodisiert. Ja, weißt du, ja, das ist ja nicht, dass da was schief geht, gell? Das bitte pass auf, weil ich glaube nicht, dass da was schief geht. Du fährst dann bei der jungen Haderung wieder vorbei. Ja, als Single-Mann hat meine Frau heute ganz genau hinterfragt, gell? Ja, ja, da haben wir schon ein Gespräch geführt. Ja. Habe ich gemerkt. So, dann ein bisschen Pesto. Oder was auch immer, man gibt vielleicht eine Röstzwiebel dazu. Oder man könnte natürlich da den Zwiebel auch gleich hineingeben. Wow. Aber das ist eine geile Idee. Wir wollen da quasi also ein schönes Pesto-Püree haben. Und ich kenne das von meiner Kindheit. In die Gourmet-Betriebe wird das immer alles passiert und fein gemacht. Nein, und aber ein Kartoffelpüree, glaube ich, ein paar so Stücke Kleber und dann wird es zart. Ein Kartoffelstampf oder so ist halt etwas ähnlich. Bin ich ganz bei dir. Da schön gestampft. Schön. Ja, mein Löffel. Ganz, ganz eine cremige Geschichte. Ja, machen wir einen Salzgehaltprüfer bitte. Also ich tue meinen Gewürzprüfer da rein. So, kost mal. Eine Spur Salz. Genau. Geil. Aber sonst. Das Beste kommt gleich wieder. Passt gut. Genau. Ein Basilikum. Ganz ein feiner. So, jetzt haben wir mal durchgerührt. Jetzt. Jetzt wie klopfen. Hau ruhig gleich. Kann man auch richten. Das heißt, ich tue mir so ein Nockerl Püree auf. Macht das schön. Das Auge ist im Moment, das soll ja mal schön sein. Dann von mir aus beim Steak, was halt immer schön ist, mal erklären mal so. Bitte schon, ja. Zart rosa. Ja. Grille, du bist ein Held. Dann haben wir zwei, drei so Stück drauf. Wir richten das ein bisschen kleiner an jetzt einfach. So, da. Dann ein bisschen was von diesem roten Zwiebelchutney. So, zwei so Punkte dazu. Und einmal habe ich noch wo. Was suchst du? Mein Löffel, da ist er. Hab ich schon. Das ist heiß. Ein bisschen. Und ein bisschen Schmorgemüse. Das ist eine gute Idee. Und auch so von dem Schü. Wer natürlich da keinen Schü nicht hat, kann natürlich da jetzt auch mit ein bisschen Bier oder Wein aufgießen.
dass wir halt da so ein schönes Safterl. Und da kriegen wir bei der Anrichterweise schon einen schönen Restaurantcharakter. Genau. Das brauchen wir gar nicht reden, gell? Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. So, schönen Tellerrand abwischen und Mahlzeit. Ihr Lieben, der Grille, der hat das da einfach so hergezaubert. Mein Schatz kann sich gar nicht mehr lösen. Lieber Grille, ich sage dir herzlichen Dank. Das ist ganz ein tolles Gericht. Ihr Lieben, Gary kocht das Beste ganz einfach, auch wenn der Grilli kocht. Kocht es nach, lasst es euch schmecken. Rezept findet ihr auf meiner Homepage www.garykocht.com. Gutes Gelingen!